Haben Sie auch ein Sammelsurium an Bits bei Ihnen in der Garage oder auch in einem anderen Raum, wo Sie Ihr Werkzeug aufbewahren, wo man erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde lang suchen muss, bis man den richtigen Bit gefunden hat? Und dann sind die qualitativ auch nicht wirklich hochwertig, weil man da was von der Marke hat, da was von der Marke und genau den Bit, den Sie suchen, wie Murphys Gesetz es möchte, den werden Sie nicht finden, weil Sie den gerade an den Nachbarn verliehen haben und der den nicht mehr zurückgebracht hat. Deshalb wird es einfach mal an der Zeit, sich ein aufgeräumtes Profi-Set nach Hause zu bestellen, wo alles übersichtlich eingeordnet ist, wo Sie auch immer alles wiederfinden und das in Windeseile. Ja, nicht nur Bits hier aus grobem Vanadiumstahl, sondern auch jede Menge Bohrer, Schablonen und so weiter. Ich zeige Ihnen das mal. Das ist professionell ein Koffer, den wir jetzt aufmachen und Sie werden gleich staunen, was da alles zum Vorschein kommt. Das ist nur die Hälfte. Wir können weiter aufmachen. Einfach mal hier und hier öffnen. So, und jetzt sehen wir die volle Pracht. Das sind 204 Teile. Wir sehen hier Bohrer für alle Materialien, also zum Beispiel Beton. Wir sehen Metallbohrer, wir sehen Holzbohrer und alles in der besten Qualität. Sind das Muffinförmchen hier? Das sind Muffinförmchen, ja. Wenn du Holzmuffins machen willst, das sind Kronenbohrer, sagt man hier auch dazu. Luchfräsbohrer ist, glaube ich, bei Holz der richtige Ausdruck. Und damit kannst du jetzt zum Beispiel auch Durchläufe in Schränken, wenn du Kabel rausführen willst, oder auch mal eine Steckdose installieren. Hier sehen wir Langholzbohrer. Also hier kannst du ganz einfach mal Löcher, Kabeldurchführungen in einem Holz machen, was normalerweise nicht möglich ist. Ich dachte, das wären Grillspieße. Da kannst du auch grillen damit. Also man kann es einsetzen, dann kannst du es an Akkuschrauber machen und dann drehen. Dann kannst du im Drehen grillen. Aber du, das ist, also hier gerade sowas hast du normalerweise nicht zu Hause. Und ich habe erst vor kurzem einen Türspion installiert. Erzähle ich immer wieder gern, weil so oft mache ich nicht so ganz große handwerkliche Tätigkeiten. Aber hier ging das ganz, ganz einfach. Nein, ist kein Löffel. Aber komm, such dir mal einen aus. Nee, 32er Loch machen wir jetzt keins. Das ist der größte hier. Mhm. Aber da sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich nehme jetzt mal den, den ich gebraucht habe hier ganz einfach für meinen Türspion. Das ist jetzt ein 16er. Und den machen wir jetzt hier einfach mal fest, schauen, dass er schön gerade läuft. So, na, ein bisschen nochmal, schnell Spannbohrfutter, so, gerade einsetzen und ja, komm schon, jetzt haben wir. So, jetzt ist er gerade. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Holz. Das kriegst du auch von mir. Ich mache mal ein bisschen Platz, weil du bist jetzt meine Handwerkslady. Wie? Das schaffe ich nicht. Das schaffst du ganz locker. Ja? So, ich halte es und du bohrst jetzt hier einfach ein Loch. Einfach, brauchst gar nicht so stark drücken. Unser Akkuschrauber, der ist ja richtig kraftvoll. Und vor allem mit diesem scharfen Bohrer geht das problemlos. Natürlich ein klein wenig Druck, aber Sie sehen, selbst als Laie kann ich hiermit arbeiten. Aber wir haben ja nicht nur das. Wir haben auch vier Nageldrähte drin. Wir haben Betonbohrer drin. Wir haben natürlich Bits, und zwar hier 42 Bits insgesamt, Langbits und Kurzbits. Du machst dich übrigens hervorragend als Heimwerker. Jetzt Vorsicht, jetzt bist du gleich durch. Vorsicht, bist gleich durch. War ein bisschen windschief, aber macht der nächste, den holen wir jetzt wieder raus. Langsam. Ich direkt meinen Zeh mitgepierst. So, jetzt haben wir, und guck mal, jetzt haben wir ein sauberes Loch. Und das ist eben so schön, dass du solche Sachen machen kannst. Wenn das jetzt eine Tür gewesen wäre, dann hätten wir jetzt, könnten wir hier ohne Probleme den Türspion einsetzen. Also du siehst, es ist nicht schwer, mit dem richtigen Werkzeug zu arbeiten. Wichtig ist, nach dem Arbeiten wieder aufräumen, ich damit ich auch beim nächsten Mal habe. Was möchtest du noch machen? Weiß ich nicht. Ja, komm, wir bohren mal. Willst du einen Holzbohrer? Jetzt kannst du mal, pass mal auf, willst du festmachen? Mache ich ihn dir. Also reinsetzen. Moment, muss man ganz aufdrehen. 37,91 € übrigens, der TV-Sonderpreis für das gesamte Set mit diesem Koffer. Das ist ganz wichtig, nochmal dazu zu erwähnen. An anderer Stelle wird man mindestens 70, 80 Euro dafür zahlen. So, Ralf hat jetzt geprüft. Ich mache mal weiter. Sie machen das bestimmt besser als ich, oder? Aber Übung macht den Meister. Aber ja, du musst das Holz natürlich gegenhalten. Entschuldigung, ich bin gerade ein Stück weggelaufen. Ich halte hier aber. Ich möchte Ihnen noch sagen, was hier alles dabei ist. Insgesamt 54 titanbeschichtete HSS-Spiralbohrer von 1 bis 8 mm, 42 Metallbohrer. Wir haben diese Lochfräsbohrer und auch diese Kronenbohrer. Wir haben einen vier Nageltreiber, hätte ich noch vergessen, einen Schneidsenker, das kann auch ganz, ganz wichtig sein. Und Schablonen und dann natürlich auch die Bits hier. Sie sehen Langbits und auch Kurzbits in Kron-Vanadium-Stahl und sogar hier innen für Sechskantschrauben die richtigen Aufsätze, Schablonen, Abstandhalter. Bei den Bohrern, ganz wichtig, haben wir auch Einserbohrer und die sind sogar immer mehrfach, also zwei-, drei-, vierfach.
du wirst zum Handwerksprofi. Oder? Weil Einserbohrer, das wissen Sie, die brechen leicht ab. Hier ist an wirklich alles gedacht und wirklich von vorne bis hinten. Und wenn ich es nicht mehr brauche, dann haben Sie es gesehen, zusammenfalten, dann habe ich einen ganz, ganz einfachen Koffer, den ich überall unterbringen kann. Hier sehen wir den Betonbohrer oder auch für Pflastersteine. Dann natürlich mit dem Schlagbohr, mit der Schlagbohrmaschine. Aber Sie sehen, das geht rein. Übrigens Betonbohrer bis 12 mm und auch die langen sind dabei. Da sehen wir jetzt ein Langbit, was mal nimmt da der junge Mann? Wahrscheinlich Kreuzschlitz, jawohl, hinein. Hier, Gartenmöbel oder ähnliches. All das geht mit diesem Bohrer und Bitset. Und jetzt nochmal, 204 Teile. Das ist der absolute Wahnsinn und vor allem in absoluter Profi-Qualität für 37,91 Euro. Und wenn man mal angefangen hat, kann man gar nicht mehr aufhören, gell? Ja, es macht einfach nicht viel Spaß, weil das so hochwertiges Werkzeug ist. Und liebe Zuschauer, ich bin ja eigentlich, und das muss ich ja wirklich zugeben, ich bin ja wirklich eine Niete, wenn es um Werkzeug geht und um Heimwerken. Das weiß der liebe Ralf auch, liebe Zuschauer. Das ist der absolute Wahnsinn, was Sie hier bekommen. Aber es geht, wie gesagt, einfach und das finde ich fantastisch. So, jetzt pass mal auf, drück mal innen das Tröpfchen. Du hast gerade Linkslauf und dann wird es schwer für jeden Profi. Andersrum musst du drehen, dann läuft es wieder. So, jetzt sind wir richtig rum und jetzt geht es auch richtig rein wie Wasser. Das ist ja so kleine Fehler. Ich glaube, die hat jeder von uns schon mal gemacht. Bei den Schrauben fällt es immer auf, wenn ich zudrehen will und plötzlich in die falsche Richtung drehe. Aber siehst du, jetzt geht es spielend einfach. Ist natürlich immer wichtig, das richtige Werkzeug zu haben. Und Sie sehen, das haben Sie hier mit diesem Set. Machen wir den Bohrer wieder rein. Aufpassen, wenn Sie den Bohrer benutzt haben, wenn Sie ihn rausnehmen. Der ist jetzt nämlich heiß. Also nicht so lange anfassen. Die werden durch die Reibung heiß. Aber ich finde das klasse, dass wir hier so etwas toll sortiertes, aufgeräumtes haben. Ein 204-teiliges Set. Du wirst zum Bohrprofi, wenn es um Holz geht. Das nächste Mal holen wir mal einen Schlagbohrer. Dann darfst du mal so in Betonplatten reinbohren. Das macht dann richtig Spaß, wenn es dann so kraftvoll. Da muss ich aber noch ein paar Mal auf den Vibrationstrainer trainieren, kraftvoll für, oder? Reingehen. Nee, wenn du einen Schlagschrauber hast, ist das überhaupt kein Problem, eine Schlagbohrmaschine. Aber hier wirklich für alle Zwecke. Da sehen wir auch das schöne Titanbeschichtete. Ja, das ist eine Schablone, wenn du mal nicht weißt. Ach so, jetzt auch ich dachte, das ist, um sehr hilfreich zu sehen, welche Sehschwäche man hat. Ja, ungefähr. So ungefähr. Nein, du siehst die Größen und wenn du jetzt mal einen Bohrer hast oder einen Dübel und weißt nicht, ja, sagen wir jetzt mal Dübel, dann schaust du, welche Größe ist das, wo passt er rein und dann kannst du dementsprechend zum Beispiel den Bohrer und die Schraube aussuchen, weil das sollte ja alles passen. Sechser Dübel, Sechser Bohrer, dementsprechend Sechser Schraube, Fünfer Dübel, Fünfer Bohrer, Fünfer Schraube. Wenn du da irgendwas verwechselst, dann hält es eben nicht. Entweder der Dübel passt nicht oder der Dübel fliegt wieder raus und hält nicht richtig. Deshalb da immer aufpassen. Aber schauen wir uns das nochmal an. Schau, schön sortiert. Hier sind wir auf der Holzseite ganz rechts bei mir. Dann in der Mitte, da kommen dann die Betonbohrer, den wir jetzt hier sehen. Die erkennen wir immer ganz einfach an dem roten Kopf auch nochmal spezial verstärkt. Nageltreiber, dann kommen natürlich die ganzen Kurzbits, dann die Langbits, dann die Metallbohrer, die titanverstärkt sind und hinter noch die schwarzen Metallbohrer. Also damit macht Arbeiten Spaß. Arbeiten wie ein Profi, auch wenn man kein Profi ist. Und ich glaube, jeder hat immer mal wieder so eine kleine Bohr- oder auch Schraubarbeit zu Hause. Und dann hast du das vorhin gesagt, dann sucht man eben die richtigen Schraubendreher oder man sucht den Bohrer. Und genau das ist ja so. Genau den man braucht. Den hat man nicht oder hat den falschen. Man hat nur einen Holzbohrer, braucht aber einen Metallbohrer. Oder man hat nur einen Metallbohrer, braucht einen Steinbohrer. Und hier haben wir eben alles in einem Set wunderbar anzuschauen, schnell wieder aufzuräumen und immer alles sofort griffbereit. Und das auch noch für diesen super günstigen Preis. 37,91 Euro, PE 47, 42 und die 569, 204 Teile. Kommt alles so aufgeräumt zu Ihnen mit den Beschriftungen und selbstverständlich auch mit diesem sehr, sehr robusten und starken Koffer. Ralf zeigt uns gleich nochmal, wie man das Ganze zusammenklappen kann. Dann hat man auch ganz, ganz wenig Platz, der hier Bedarf wird, um das Ganze dann auch wieder zu verstauen. Und so kann man aber ordentlich loslegen. Darf man sich auch gönnen. Und an all die Damen, die jetzt gerade zuschauen, stellen Sie Ihrem Herrn das doch einfach mal mit. Der wird sich sehr freuen. Vielleicht haben Sie auch schon gesagt, Mensch, ich wollte sowieso noch was auf der Terrasse verändern oder auch im Badezimmer, aber irgendwie kommt der nicht aus den Socken. Ja, da kann man die Männer mit sowas natürlich auch ein bisschen bezirzen. Da wird das dann im Handumdrehen gemacht, denn wenn ich das kann, können Sie das schon 100 Mal. Deshalb rein in die Leitung und die Profi-Qualität bestellen zum kleinen Preis 37,91 Euro.